Hast du gedacht, ich bin eine Kirche jung, war? Nee, das bin ich nicht, aber ich habe Besuch aus Köln. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, heute Joanna Gottschalk begrüßen zu dürfen. Joanna, schön, dass du den Weg hergefunden hast. Seit 2 Jahren telefonieren wir beide. Immer hat das Universum gesagt, nee, noch nicht. Und heute ist es endlich soweit. Hallo Andreas, ich freue mich unglaublich, dass ich heute bei dir in deinem wunderschönen Studio sein darf und endlich zu allen Menschen, zu allen sprechen darf. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich auch mein Herzthema, was ich heute auch mit der Welt teilen möchte. Das ist so, wenn wir unsere Berufung leben, dann leben wir vom Herzen her, ne? Genau. Geht dir das auch so? Das geht mir so und deswegen ist das für mich auch ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe mich auch lange gefreut darauf und wir wollen gar nicht lange um heißen Brei drum rumreden. Wir haben uns heute gleich ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema vorgenommen. Und zwar geht es ja um die Kindheit. Genau. Nachher erzählen wir noch ein kleines bisschen über das, was du noch machst. Aber jetzt ist erstmal diese Schwangerschaft so wichtig. Genau. Und was da so alles schon geschieht. Die meisten denken ja, das Kind ist da und peng, ja von wegen. Das geht ja nach der Zeugung schon los. Fast eigentlich sogar vor der Zeugung schon. Weil die Seele des Kindes, die ist ja dabei, ne? Genau. Und das ist das Wichtigste, was vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass unsere Seele wirklich von Anfang an dabei ist. Und ich als Rückführungstherapeutin durfte das vor ein paar Jahren selber erfahren, selber erleben. Und das war für mich einfach unglaublich faszinierend, was ich da erfahren und sehen durfte und auch wirklich wahrnehmen durfte. Und wenn du magst, dann erzähle ich es dir heute, dir und allen anderen Zuschauern auch sehr gerne. Gerne, wir sind offen, wir sind auch schon mega gespannt. Ja. Darf ich anfangen? Ja, selbstverständlich. Los geht's. Ja, also mein Name ist Joanna Gottschalk, ich bin Rückführungstherapeutin und ganzheitliche Therapeutin. Zu mir kommen Menschen eben, die verschiedene Probleme haben, die verschiedene Herausforderungen haben, die vielleicht verschiedene, ja auch seelische, wie soll ich das jetzt auch sagen? Ich sage immer, die zu mir geführt werden. Ich sage immer, wir werden zueinander eigentlich immer göttlich geführt. Es gibt auch keine Zufälle. Nee, definitiv nicht. Nein. Und ich habe vor ein paar Jahren eben eine Ausbildung gemacht zum Rückführungstherapeutin und in unseren ersten Stunden durften wir eben in unsere eigene Schwangerschaft reingehen und in unsere Geburt. Das fand ich auch sehr, sehr bewegend, was man da alles sehen und erfahren kann. Und in diesem Moment, wo sich praktisch die weibliche Zelle mit der männlichen zusammen verschmilzt, begegnet. Und dort habe ich wirklich wahrgenommen, durch diese Reibung, die entsteht beim Mann und Frau, durch dieses Liebestanz, kann man das sagen, es entsteht eine unglaubliche Energie, ein unglaublicher Seelentanz, der unsere Seele einfach nach unten durch ein, ich habe das richtig wahrgenommen, wie ein so ein energetischer Wirbel, wo wir da in die Zelle hineinkommen. Und für mich ist es einfach immer so wichtig, dass die Menschen und die Frauen eben viel bewusster in diesen Prozess hineingehen, in dieses Liebesprozess, in diese Energie und wirklich auch mittlerweile bewusst auch das Kind auch zeugen und auch empfangen in Liebe. Weil das ist unsere erste richtige Erfahrung, unsere Begegnung, unser geliebt und angenommen zu werden von Mutter und von Vater. Und viele denken, ja, das ist am Anfang nur ein Zellklumpen und das ist ja, sind ja nur Zellen und das ist überhaupt nicht so. Natürlich, organisch und materiell ist das ja so, aber von der Seele sind wir immer bewusst. Also so wie wir jetzt miteinander sprechen, so versteht die Seele auch, dass alles, was um sie herum geschieht. Also nimmt die Seele auch wahr, wie der Bauch größer wird. Sie nimmt die Emotionen der Mutter und des Vaters, der ganzen Umgebung. Und hier ist es auch eben ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich auch bewusst wird, dass man positive Emotionen auch direkt von Anfang an in die Schwangerschaft, in das Ereignis, in das große Fest, kann man sagen. Weil für mich ist ein großes Fest
Eine Schwangerschaft. Ich bin selber Mutter von 4 Söhnen. Mein Ältester ist 23, der mittlere Louis ist dann 21, Daniel ist 15 und der Arian ist 6 und der Älteste ist der Maximilian. Und ich habe meine eigene Befruchtung als sehr, sehr schön. Also ich konnte wirklich die Liebe meiner Eltern spüren, die Freude, dass sie wirklich sich auch ein Kind wünschen. Und das ist auch einfach wichtig, gerade für Frauen, jetzt junge Frauen, die schwanger werden, dass sie das auch bewusst wahrnehmen, dass sie sich auch darauf fokussieren, dass sie auch versuchen, positive Emotionen zu dem Kind zu richten. Du bist gewollt, du wirst geliebt, wir freuen uns auf dich, weil dieser Weg von den 9 Monaten, der prägt unser ganzes Leben, also nicht nur unsere Kindheit, sondern wirklich unser ganzes Leben prägt das. Und umso positiver wir natürlich zu der Seele, zu dem Kind eingestellt sind, umso kraftvoller sind wir dann in der Zukunft. Also das heißt, dann sind wir wie, ich sage immer wieder, es war wirklich wie eine Energie, wie eine so eine Duracell-Batterie, die wird dann wirklich in diesen, bei der Befruchtung und auch in dieser Schwangerschaft, wird sie richtig voll gemacht. Und wenn wir die voll haben, dann sind wir nicht so einfach aus dem Gleichgewicht im Leben zu bringen. Dann sind wir wirklich, wir denken positiv, wir sind positiv überhaupt eingestellt. Und auch natürlich, wir wissen, dass es viele Schicksalsschläge mal im Leben geben kann. Oder es gibt auch manchmal Situationen, die nicht unbedingt so einfach sind. Aber wenn eben diese prägende Zeit für dich positiv, du sammelst als Seele so viel Kraft für deinen Weg, für deinen Seelenweg, dass du einfach unglaublich oder sehr schön gestärkt wirst. Das ist das Fundament fürs Leben. Genau, ganz genau, Andreas. Das ist das Fundament fürs Leben. Und das ist auch meine Herzensangelegenheit, das wirklich den Frauen zu vermitteln, gerade den jungen Frauen. Aber es kommen eben auch so viele Menschen zu mir, die jetzt erwachsen sind in unserem Alter, die manchmal eben nicht in der Schwangerschaft so angenommen worden sind, weil vielleicht die Eltern in einer schwierigen Situation waren, wo es zu der Schwangerschaft gekommen ist. Oder die Eltern haben sich Sorgen gemacht oder die Mutter. Manchmal gibt es finanzielle Sorgen, manchmal gibt es auch Sorgen um die Zukunft. Und das alles empfängt die Seele ganz bewusst. Und da entstehen auch ganz viele Ängste, dadurch entstehen auch manchmal Traumata, wenn ein Kind vielleicht überhaupt nicht gewollt worden ist. Das geschieht auch. Und das ist meine Mission, diesen Menschen auch wirklich zu helfen. Also ich gehe mit ihnen in einer Rückführung oder in einer Seelensitzung einfach in ihre Schwangerschaft, damit sie das auch eben erfahren und auch erleben können und das auch wirklich auf liebevolle Art auflösen können. Und hier kann ich nur sagen, wir werden vor unserer Inkarnation, da gehen wir zuerst in den wunderschönen Vorbereitungsraum, wo auch der karmische Rat ist. Und dort sind unsere Eltern, mit denen wir uns verabredet haben, unsere Geschwister, unsere Freunde, und auch unsere Lebenspartner und natürlich auch unsere Kinder in der Zukunft. Und alle sagen, ja, wir möchten. Und wir möchten dieses Leben mit dir verbringen. Wir möchten mit dir lernen. Wir möchten auch mit dir diesen Weg gehen. Und alle sind ganz positiv eingestellt, weil auf der Lichtebene eben nicht dieses Ego da ist, nicht diese Ängste da sind und auch nicht das alles, was uns so oft ablenkt, ja. Wir sind fokussiert und wir sind voller Freude. Und dort herrscht auch wunderschöne Liebe, auch zu unseren Eltern. Und ich kann einfach nur sagen, alle Eltern versuchen wirklich das Beste zu machen und auch versuchen, gute Eltern zu sein und freuen sich immer auf die Inkarnationen. Also alle wir als Seelen freuen uns auf unsere Inkarnationen. Und oft nehmen wir uns ganz viel mit, also unser Gepäck wird voll gemacht mit verschiedenen Lektionen, mit verschiedenen Gaben, mit ganz, ganz vielen tollen Geschenken, die wir erleben wollen. Und
Das suchen wir uns ja selber aus. Das genau, ist das ja suchen gerade. Wir uns auch alles selber aus. Nachdem wir alles verabredet haben, packen wir uns den Rucksack dann voll. Genau. Und dann kommt das Leben. Genau. Und die Realität dazu. Genau. Und das ist halt, wenn halt eine Schwangerschaft auch mal nicht so toll läuft, wenn das mit den Eltern nicht so toll läuft. Genau. Auch das haben wir ja vorher gesehen in der Vorschau und haben uns genau deswegen ja diese Konstellation ausgesucht, um das zu erleben, was da passiert. Das heißt, alles ist richtig, was passiert. Genau. Und dennoch kann man jetzt, und genau das ist ja deine wunderbare Berufung, jetzt wieder auflösen. Das heißt, wenn da mal was nicht so schön war, machst genau. du eine Sitzung und man kann im Grunde, ja, wie soll ich das sagen, wieder nochmal zurückgehen in diese Zeit und dann das so umgestalten gedanklich, genau. dass es dann so ist, wie man es sich eigentlich wünscht, also liebevoll. Wenn man also eine weniger liebevolle Kindheit hatte, genau. kann man gedanklich wieder zurückgehen in die Kindheit und sie gedanklich neu liebevoll gestalten. Genau, kann man in die Heilung bringen und man kann das energetisch einfach verändern. Und das spürt man, also das spürst du selber als betroffene Person, die vielleicht ein Thema hat. Und ich sage immer wieder, es sind keine Probleme, die uns im Weg stehen, sondern wirklich Themen, die wir einfach mitgenommen haben, um zu wachsen, um uns zu entwickeln. Und es ist auch wichtig, dass jeder von uns versteht, dass jeder von uns, so wie wir sind, perfekt sind. Ja? Egal, was vielleicht manchmal unsere Eltern uns mal in vielleicht schwierigen Situationen auf den Kopf geschmissen haben. Es ist einfach wichtig, dass wir wirklich in unsere Stärke kommen und auch wirklich spüren und auch wahrnehmen, auch in diesen Sitzungen, dass wir im Kern aber immer geliebt worden sind von unseren Eltern und dass unsere Eltern sich auch wirklich bemüht haben. Und da kann ich nur noch mal von meiner eigenen Schwangerschaft, ich fand sie sehr, sehr schön, aber auch da hatte meine Mama Momente gehabt, die ich auch wahrgenommen habe, wo mein Vater im Ausland gewesen ist und meine Mutter ganz alleine, noch mit meinem kleineren Bruder, der war damals 3 Jahre alt, wo sie sich natürlich auch Sorgen gemacht hat. Oh, jetzt passt das gerade nicht. Und was wenn das dein kleiner Bruder war? Mein großer, also mein der großer Bruder, wurde. Der ja, schon genau. da war. Genau. Ja, ja, Entschuldigung, mein großer Bruder, der schon da war, genau. Aber als kleines ja. Kind noch ja. 3 Jahre. Und da war meine Mama auch in manchen Momenten schon erschrocken und verängstigt. Und das übernimmst du als ja. Seele mit. Ja? Ja, und das ist so schön. Ich durfte das letztens sogar noch für mich auch immer wieder auflösen, wo zum Beispiel der Gedanke kommt, das ist mir jetzt aber unpassend oder die Schwangerschaft ist gerade unpassend. Und uns, das ist menschlich, diese Gedanken, diese Gefühle sind alle in Ordnung, sie sind menschlich. Aber in unserer Seele dann verankert sich das und oft fühlen wir, dass wir zu wenig Selbstliebe haben, zu wenig Selbstwertschätzung, dass wir vielleicht uns selber nicht so gut annehmen können oder auch andere vielleicht nicht so gut annehmen können. Und das darf ich eben mit den Menschen, die zu mir kommen, auflösen. Und ja. das ist wunderschön. Und ich darf dann noch erzählen, also in der Schwangerschaft, ich fand das unglaublich schön. Ich habe auch eine tiefe Verbindung mit meinem Herzen und mit der göttlichen Quelle, die in der 5. Kammer bei uns im Herzen auch ist. Die durfte ich sehen. Und die sieht wirklich so aus, wie wenn du eine Kerze auch anmachst. Also wirklich so diese Form. Und dieses Feuer ist nur noch intensiver und da habe ich mir gedacht, wie wunderschön sind wir als Menschen, wie wunderschön ist das Herz und jetzt verstehe ich auch, wenn wir in unserem Herzen diese Göttlichkeit in uns haben, dann verstehe ich auch, warum wir auch noch hier unsere ganzen Rippenbögen haben, also das ist ja wie ein Schutz, wie ja, ein spezieller ja. Schutz für die Göttlichkeit, für die Verbindung mit der Quelle. Und ich weiß nicht, ob alle Zuschauer das wissen, dass wir auch wirklich mit einer Silberschnur, mit ne, wie mit so einer durchsichtigen Silberschnur nach oben mit der göttlichen Quelle mit Gott verbunden sind. Und ich war total erstaunt, wie ich dann wirklich auf die Welt kommen sollte. Ich bin 2 Wochen zu früh gekommen und meine Mama war überhaupt nicht bereit. Mein Vater war noch in Polen. Sie sollte alleine entbinden. War überhaupt nicht vorbereitet und ich habe wirklich als Seele mit meiner Mama kommuniziert und ich habe gesagt, Mama, das ist okay, ich soll jetzt am 14. Februar kommen, das ist Tag der Liebe, das ist auch so meine Botschaft in die Welt, auch die Liebe rauszutragen, die Menschen wirklich auch liebevoll ja, zu behandeln, auch liebevoll zu begleiten, weil das ist für mich eine Begleitung,
da ich auch ganz viel nicht nur mit den Menschen hier arbeite, sondern auch mit den Kinderseelen, so wie du weißt, was ich dir schon erzählt habe. Und da muss man wirklich ganz viel in Liebe auch drin sein. Und wie ich dann auf die Welt gekommen bin, ich habe meiner Mama gesagt, Mama, du kannst jetzt loslassen, ich möchte jetzt wirklich kommen, der Zeitpunkt ist richtig, die Sterne stehen für mich, ne? Ich soll heute kommen. Und dann hat die Mama wirklich sich auch entspannt, ich bin dann gekommen und ich war so überrascht, weil ich das auch so selber sehen kann und fühlen kann, wie viele Seelen dort waren, dass unsere Geistführer da waren, dass unsere Schutzengel, wir haben auch 3, 4 Engel, die auch mit uns sind und ganz viele Ahnen, also das Zimmer war voll und ich war so gerührt, weil ich auch immer wieder Sterbebegleitung mache und das kannte ich ja, dass der Raum sich wirklich fühlt mit den Menschen, mit den Seelen. Aber die Erfahrung zu sehen, dass sie alle sich so freuen und jeden von uns hier begrüßen auf der Welt, das rührt mich bis heute sehr, das macht mich sehr emotional. Und für mich ist einfach nur die Botschaft, auch gerade für die jungen Frauen, dass sie die Schwangerschaft ganz bewusst erleben. Ja. Auch den Prozess oder die Geburt wirklich sich freuen. Sie können mit dem Kind auch kommunizieren, einladen, singen, streicheln. Also das ist sehr, sehr wichtig. Gerade das ist schon die erste Vorbereitung und Stärkung für das ganze Leben. Ich habe es geliebt, den Bauch zu streicheln und meinen Kindern was zu reden. Was wir auch wirklich brauchen. Ja. Ja, also das ist so wirklich der Fundament, so wie du gesagt hast, für das ganze Leben. Und umso liebevoller und kraftvoller dieses Fundament und stärker gebaut wird, umso leichter gehen wir auch durchs Leben mit unseren, wir selber, aber auch ist es schön, wenn wir das als Geschenk unseren Kindern mitgeben dürfen. Definitiv. Auf den Weg. Ja. Ja. Wow, auch sehr berührend. Schön, dass du so ein Glück gehabt hast, das so erleben zu dürfen. Ja. Aber auch für alle anderen, die das eben nicht so erlebt haben oder auch nicht immer so hinkriegen, wie du das jetzt beschreibst, ist es wichtig zu sehen, es ist trotzdem alles richtig. Genau. Jede Seele ist vollkommen. Genau. Sie ist vollkommen. Und dann geht sie in die Inkarnation. Und jetzt kommen Herausforderungen, die sie sich selbst ausgewählt hat. Genau, Herausforderungen und Lernaufgaben. Genau. Und meine Aufgabe ist eben, den Menschen, die zum Beispiel vielleicht sich eben nicht so ganz wohlfühlen hier vielleicht oder vielleicht auch große Herausforderungen jetzt gerade haben, ich helfe ihnen einfach wieder in das Gefühl hineinzukommen, ich bin richtig, ich bin wertvoll und ich kann meinen Weg wirklich positiv weitergehen, egal was hinter dir war, egal welche Kindheit du gehabt hast, egal welche Eltern du vielleicht gehabt hast oder was für Schicksale du erlebt hast. Für mich ist alles wirklich wandelbar und wieder kann man alles wieder energetisch so verändern, dass man auch nach Jahren noch in seine Kraft kommt und positiv das Leben weiter erleben darf. Das ist ja das Schöne, dass eben alles so geführt ist. Das heißt, wenn so Menschen zu dir geführt werden, werden sie auch in dem Moment zu dir geführt, wenn es Zeit ist, das Alte hinter sich zu lassen und jetzt genau diesen neuen Entwicklungsweg zu gehen, um eben auch noch mehr sich selber anzunehmen, besser in die Selbstliebe, aber auch in die Selbstverantwortung zu kommen. Genau. Das heißt, auch das ist, sagen wir mal, göttlich vereinbart. Wir haben also oben uns verabredet, du pass auf, du bist ja für mich da zum Beispiel. Genau. Ne? Und dann komme ich dann zu dir, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Irgendwie wird mich dann schon mein Schutzengel zu dir hinleiten. Genau. Und das sind dann diese berühmten Zufälle, was meine lieben Zuschauer ja auch immer schreiben. Oh, das Video ist heute zu mir geführt worden. Ja, das ist kein Zufall. Guck mal, es berührt mich schon wieder. Ne? Das soll dann so sein in dem Moment. Es ist wirklich Verabredung. Also wir sind wirklich mit allen, mit jedem verabredet. Wir sind auch für heute hier verabredet, auch wenn es 2 Jahre gedauert hat. Aber es sollte dieser Moment sein. Die Energien sind richtig und es soll einfach in die Welt getragen werden. Für Menschen, die wirklich auch eben mit uns verabredet sind, die auch bereit sind, einfach sich manche Themen jetzt anzugucken, in die Heilung zu bringen, um eben jetzt gestärkt ihren Weg weiterzugehen, weil ich persönlich lebe jeden Tag in ganz tiefer Dankbarkeit, wirklich, dass ich lebe, dass meine Ahnen mir das Leben geschenkt haben mit der Hilfe meiner Eltern. Und ich arbeite auch ganz viel mit den Ahnen. Also für mich sind Ahnen geben die richtige, die Wurzeln. Und viele von uns haben leider die Wurzeln irgendwo verloren oder sie spüren sie nicht.
Und meine Aufgabe ist auch eben, dich, mich, uns alle wirklich zu verwurzeln und auch zu spüren, Mann, ich habe so eine tolle Familie hinter mir. Ich habe so tolle Ahnen, die hinter mir stehen. Und die freuen sich über jede unsere Entwicklung und alles, was wir heute in die Heilung bringen, für uns, was wir jetzt wieder in die richtigen Bahnen bringen, das machen wir nicht nur für uns. Da stehen so unsere ganze Sippe, sag ich mal. Genau, so und die ist freuen es, ja. sich auch, dass wir da einfach gemeinsam die Heilung für die ganze Familie dann stattfindet. Sie haben ja im Grunde dadurch, dass Sie durch Ihr Sein alles so gemacht haben, dass wir letztendlich am Ende dieser ganzen Ahnenreihe geboren wurden. Genau. Vorbereitet für das, was wir jetzt machen. Genau. Das gilt jetzt aber nicht nur für dich, mich und dich, sondern das gilt ja auch für, sagen wir mal, den Opa. Für den ist seine ganze Ahnenreihe gewesen, dass er genau das macht, was er gemacht hat. Also für jeden ist das so, dass eben die ganze Ahnenreihe, die in genau dem Moment, wo er da ist, hinter ihm steht, alles gemacht hat, damit er genau das tut, was er jetzt tut, weil er hier auf der Erde inkarniert ist. Und so geht es dann weiter. Ganz genau. Mir hat eine Freundin eine ganz tolle Geschichte erzählt. Ihr Sohn hat, als er noch ganz klein war, ihr irgendwann gesagt, weißt du, Mama, ich habe 2 Jahre darauf gewartet, dass das endlich klappt mit euch beiden, damit ich kommen kann. Der war also 2 Jahre lang bereit zu kommen, aber sie hatte menschlich und auf der Welt noch die eine oder andere Herausforderung und es wollte einfach nicht klappen mit der Schwangerschaft. Ja. Und dann war es irgendwann soweit und dann hatte er das als wirklich als ganz kleiner Junge, als er noch diese Verbindung komplett hatte, so erzählt. Und das finde ich wundervoll, weil das zeigt uns, nicht unbedingt jede Geburt ist genau vorgeplant, sie kann auch mal verschoben werden. Genau. Oder so wie bei dir, wo du gesagt hast, ich will aber an dem Datum geboren werden. Das ist jetzt wichtig wegen dieser ganzen Konstellationen. Genau, für meine Aufgabe. Glaube ich, war bei mir genauso. Für meinen, ja, auf jeden Fall. Für jeden ist das so. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass gerade junge Frauen sich nicht stressen, wenn das Kind jetzt 1 Woche oder 2 Wochen zu früh oder zu spät kommt. Weil für uns ist immer der richtige Augenblick. Also wenn wir auf die Welt kommen, die Uhrzeit ist richtig, die Sternkonstellation ist dann richtig. Und der Tag ist einfach auch ganz richtig. Für alle deine Aufgaben ist diese Zahlenkombination und einfach dieser Tag optimal, ne? Also praktisch göttlich geführt. Ja, definitiv. Und ich kann nur selber auch sagen, also ich habe mich auf alle 4 Schwangerschaften mit meinen Söhnen gefreut. Mhm, schön. Mein erster Sohn kam ganz unvorbereitet, also ganz plötzlich. Die 2 mittleren Söhne waren schon, sag ich mal, ein bisschen geplant. Und auch unser kleinster Sonnenschein, der ist auch auf einmal gekommen. Und ich fand das aber jedes Mal so schön, Mutter zu sein, diese Liebe, die ich als Frau habe, weiterzugeben. Und auch versuche ich auch immer, meine Kinder einfach auch wirklich in der Stärke, in der Liebe zu erziehen, zu führen, zu begleiten. Weil wir machen ja als Eltern nichts anderes, als unsere Kinder zu begleiten. Vorbild unsere sein. Eltern machen das auch oder haben das immer gemacht. Und hier ist einfach nur wichtig, dass wir bewusst sind, was für eine Aufgabe wir als Eltern übernommen haben und es so gut wie möglich umsetzen. Und keiner ist perfekt. Und das sagt auch immer wieder die geistige Welt. Also Jesus Christus sagt immer wieder auch zu mir, alles ist gut, so wie es ist. Und auch du bist gut, so wie du bist. Und das ist sehr, sehr wertvoll, ja. Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Genau. Es gibt übrigens ein gleichnamiges Buch, das ist aber schon uralt. Habe ich vor 20 Jahren oder so mal gelesen. Fand ich aber dann doch sehr schön. Ist ein tolles Buch. Egal, by the way, nur so. Kenne ich nicht. Ach, das macht nichts. Ist ja auch schon etwas länger her. Ja, jetzt geht es ja wirklich um diese energetische Heilung der Erzeugung und der Schwangerschaft. Genau. Was kannst du uns jetzt, damit wir auch jetzt hier direkt was davon haben, zum Beispiel geben dafür? Oder kannst du so eine Heilung auch übers Video machen? Ja, natürlich. Also ich mache auch Heilungen, Fernheilungen. Und wenn die Zuschauer das gerne haben wollen, können wir gerne einfach eine Heilung heute jetzt gemeinsam machen. Sehr gerne. Ja. Los geht's. Genau. Ich freue mich sehr auf alle, die da jetzt auf der anderen Seite da sind. Auf dich. Machst du ja schön mit. Ich bitte euch jetzt, gemütlich hinzusetzen. Ich bitte euch jetzt auch,
die Augen zu schließen. Ihr könnt euch hinlegen oder hinsetzen, wie ihr es gerne habt. Und wir werden jetzt in eine kurze Entspannung hineingehen. Und dann bitten wir auch Mutter Gottes, die ich immer wieder dazu rufe, weil sie für mich einfach energetisch eine bedingungslose Liebe ausstrahlt, Geborgenheit. Und wenn man sich wirklich in dieser Liebe befindet und auch verbindet, da können ganz viele eben Emotionen wieder in die Heilung gehen, in die Bewegung gehen. Und wenn du genug entspannt bist, nimm bitte jetzt mal 3 tiefe Atemzüge und lass dich einfach führen und vertraue auf das, was jetzt gerade geschieht. Ich nehme dich gerade jetzt auf eine schöne Heilreise mit Mutter Gottes Maria, die jetzt auch energetisch hier bei uns dabei ist. Für uns, für mich und für uns alle ist es die wirklich Verkörperung jeder liebevollen Mutter, die ihrem Kind Geborgenheit schenken möchte, die es bedingungslos liebt, ohne zu bewerten, ohne etwas zu erwarten, sondern eben diese Figur, diese Energie, diese Person ist für mich einfach eine ganz besondere Energie und ganz besondere Person, die wir jetzt gemeinsam erfahren dürfen. Und Mutter Gottes kommt jetzt gerade hier zu dir, zu uns jetzt hier und spüre ihre Energie, diese Liebe, bedingungslose Liebe, dieses Angenommenwerden. Stell dir gerade vor, dass du in der Schwangerschaft bist, im Leib deiner Mutter, und stell dir vor, dass du angenommen bist. Du bist ein göttlicher Funke, ein Gotteskind, und du bist mit Absicht und mit einer Mission hier auf die Erde geführt worden. Und spüre jetzt, wie du in den Bauch deiner Mutter hineingehst. Du fühlst dich doch wohl und geborgen. Eine angenehme Wärme spürst du. Gedämpftes Licht. Alles fühlt sich für dich richtig an. Und ich möchte, dass du spürst, dass du angenommen bist. Mutter Gottes umarmt jetzt gerade den Bauch deiner Mutter und segnet dich auf diesen wichtigen Weg. Es ist wichtig, dass du jetzt hier da bist. Es ist wichtig, dass du hier inkarniert bist, so wie du bist. Und Mutter Gottes sendet dir jetzt mit ihrer Energie in den Mutterleib ganz viel Liebe. Und alles, was du im Mutterleib vielleicht nicht so Schönes erfahren hast, vielleicht Ängste deiner Mutter oder deiner Eltern, vielleicht irgendwelche Gedanken, die nicht so schön waren für dich als Seele, als Embryo, darfst du jetzt in hier und jetzt heilen. Spüre, wie sich alles verändert, wie die Energie von Mutter Gottes jetzt zu dir, zu deiner Seele, zu deinem Seelenkern jetzt auch strömt. Ein wunderschönes Licht umgibt dich gerade und die bedingungslose Liebe, nach der wir uns jeden Tag sehnen, die wir gerne spüren möchten, die wir erleben möchten und auch weitergeben möchten, ob an unsere Kinder oder auch an andere Menschen, mit denen wir uns verabredet haben, an unsere Eltern, an unsere Partner, an unsere Freunde. Alle, die uns begegnen, die dir begegnen, sie sind nicht zufällig hier. Sie sind für dich da, um dich zu spiegeln, um dir auch zu zeigen, wie wertvoll du bist. Und Mutter Gottes nimmt dich jetzt in ihren Arm und tröstet dich
Sie löst jetzt alle negativen Emotionen, die du in dem Mutterbauch erlebt hast, die du vielleicht bei der Geburt erlebt hast, die vielleicht durch Trennung, manchmal, wenn wir auf die Erde kommen, werden wir von unserer Mutter zeitweise, weil das früher oft so wurden wir getrennt, strömt jetzt ganz viel Heilenergie zu dir, dass du spürst, dass du geliebt wirst von deiner Mutter, von deinem Vater, dass sie sich immer bemüht haben und auch jetzt bemühen, dich zu begleiten, dich zu lieben, für dich da zu sein. Und das ist egal, wie alt du bist, ob du jetzt ein Kind, Jugendlicher oder auch eben erwachsen bist. Spüre bitte diese bedingungslose Liebe von Mutter Gottes, aber auch die Liebe deiner Eltern, die jetzt nicht auf der irdischen Ebene ist, sondern wirklich auf der Seelenebene. Das bringt ganz, ganz viel Heilung. Das bringt ganz viel Licht. Das bringt ganz viel Kraft und Mut und Freude, diesen Weg auf der Erde weiterzugehen. Die Energien werden immer stärker und stärker. Und du darfst jetzt auch im Stillen Mutter Gottes sagen, was dich vielleicht traurig gemacht hat in der letzten Zeit. Oder vielleicht auch in deiner Kindheit Erlebnisse, die vielleicht für dich nicht so schön waren. Wo du dich vielleicht nicht ganz so angenommen gefühlt hast. Du darfst das jetzt alles Mutter Gottes übergeben, abgeben und vertrauen, dass du wundervoll bist, dass du wichtig bist, dass du perfekt bist, so wie du bist und auch du eine ganz wichtige Mission hast, weil jeder von uns ist ein Stück wie ein Kuchen und nur wenn diese ganzen Krümelchen, die ganzen Stücke zusammen wiederfinden und sich vereinen, sind wir stark und können auch eben diese Liebe in uns spüren, aber auch weitergeben in die Welt, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, aber auch die Liebe in unsere Arbeit fließen lassen, die uns am Herzen liegt. Jede Begegnung ist wichtig und ich spüre auch, wie wir jetzt alle von Mutter Gottes auch gesegnet werden. Du wirst gesegnet, alle, die da draußen sind, ich spüre auch, der Andreas wird jetzt gesegnet. Ich darf die Segnung jetzt auch noch einmal für mich empfangen. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich und bitte euch, dass ihr diese Energien spürt, in euch hineinatmet, in euer Herz und spürt, wie das Herz immer größer und größer wird, wie ihr immer größer und größer werdet, energetisch. Ihr breitet euch richtig aus und dass ihr versteht, dass jeder von euch, du, perfekt bist. Du bist Liebe, du bist die göttliche Liebe in einem menschlichen Körper, jetzt in einer menschlichen Inkarnation, in einer menschlichen Verkörperung. Und so wie ich noch gesagt habe, Jesus Christus sagt immer, alles ist richtig, so wie es ist. Und auch du bist vollkommen und richtig und auch angenommen und wichtig, so wie du bist. Ich spüre jetzt, wie Mutter Gottes dich noch einmal ganz fest umschließt. Sie drückt dich gerade an ihr Herz. Du darfst diese Liebe jetzt noch einmal spüren und fühlen und spüre, wie diese Liebe jetzt in alle deine Zellen hineingeht, sich ausbreitet und dich ab heute wieder den ganzen Weg begleitet und auf deinem Lebensweg jetzt auch stärkt und bei dir ist. Ich danke euch ganz herzlich. Auch dir, lieber Andreas. Und wir danken dir, liebe Joanna, dass du das mit uns gemacht hast. Vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr, sehr wichtig jetzt, ja. Es ist auch wichtig, dass wir in die Annahme selber hineingehen, damit wir wirklich in Freude unser Leben leben, weil das Leben soll ja auch Freude sein. Und mit positiven Ereignissen einfach
erfüllt sein. Das Leben soll erfüllt sein, genau. Es soll sich auch erfüllt fühlen, anfühlen. Und das ist meine Mission. Ich bin erfüllt und möchte diese Erfüllung nach außen weitertragen. Das ist meine Mission, das ist mein Auftrag. Und mein Auftrag ist es, schöne Videos zu machen. Und somit sind wir zusammengeführt worden. Genau. Und auch dafür danke ich dir, dass du hergekommen bist, dass wir dieses wunderschöne Video heute machen konnten. Sag mal, Joanna, ist es für dich okay, wenn ich deinen Link unter das Video packe, damit die Zuschauer, die jetzt Interesse daran gefunden haben und vielleicht noch individuell ein bisschen mehr brauchen, dass die dich kontaktieren können? Ja, natürlich, sehr gerne. Ich freue mich auch auf jeden, der mich kontaktiert, der zu mir kommt. Also jeder ist wirklich liebevoll empfangen und darf einfach auch wirklich seine Seele sich öffnen und einfach das, was in ihnen ist, einfach mal fließen lassen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Nochmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, dir auch Dankeschön. Dankeschön, dass du dabei warst, dass du vielleicht auch diese Heilung jetzt mitgemacht hast, erfahren hast, denn wir wissen ja alle, das, was genau du machst, das, was ich mache, das, was Joanna macht, das geht auch ins kollektive Feld. Das heißt, wir gemeinsam sind jetzt in diesem kollektiven Feld noch mit drin und haben auch dort wieder diese Heilung weitergebracht für viele andere Menschen, die jetzt nun gerade nicht bei dem Video dabei sind. Ja, dir auch schönen Dank für deine Spende, die du mir hast zukommen lassen, die diese Videos ja auch weiterhin möglich machen. Und Joanna, sie kommt ja aus dem Kölner Raum und ich hier aus dem Hannover-Hildesheimer Raum, senden dir jetzt wieder von Herzen alles Liebe.